Das sind sie, die besten Junghandwerker. Sie alle haben ihre Ausbildung mit herausragenden Ergebnissen beendet. Unter ihnen ist auch Tom Riedel. Er hat außerdem beim Leistungswettbewerb auf Landesebene mitgemacht. Der Elektroniker hat auch da gewonnen. Kein Wunder, er hat sich mit Leib und Seele dem Handwerk verschrieben. Nach der 10. Klasse habe ich auch mein Abitur noch gemacht hier in Cottbus. Habe aber dann gemerkt, die Theorie ist doch nicht wirklich meins. Die Praxis war schon immer eher so meine Sache und da kam ja eher das Handwerk in Frage. Dementsprechend konnte er beim Wettbewerb gute Ergebnisse erzielen. Mit ihm haben sich 9 weitere Jugendliche auf Landesebene qualifiziert. Alle aus den verschiedensten Berufen wie Bootsbauer, Gebäudereiniger oder Metallbauer. Wer seine Ausbildung mit sehr guten Ergebnissen abschließen will, braucht eigentlich nur eins. Man muss schon noch ein Gespür dafür haben für dieses technische oder halt für den jeweiligen Beruf. Weil wer sich dafür nicht interessiert, der strengt sich halt auch nicht so an. So richtig ins Zeug gelegt hat sich Christian Göldner. Er ist Deutschlands bester Gerüstbauer. Auf Kammer-, Landes- und Bundesebene hat er gesiegt. Alles geben ist sein Motto. Ja, woher das kommt, weiß ich auch nicht. Man gibt einfach alles, man will der Beste sein und damit klappt das. Für ihn hat das funktioniert. Nicht nur er ist stolz, sondern auch sein Betrieb. Vor 3 Jahren hat er die Ausbildung angefangen. Auch er wollte unbedingt einen handwerklichen Beruf erlernen. Ich bin von Praktikum zu Praktikum gestolpert und Beispiel Gerüstbau im Gerüstbau halt geblieben, weil ich dann gemerkt habe, das ist doch mehr das Richtige für mich. Ich habe Teamarbeit, ich habe Abwechslung, ich kann anpacken. Das war schon das, was ich genau wollte. Deswegen bleibt er auch erstmal in seinem Betrieb in Luckau. Die Auszeichnungsveranstaltung macht die HWK zu Ehren der Junghandwerker. Vielleicht auch eine kleine Motivation für die Azubis des nächsten Lehrjahres.